könnte mir vorstellen, dass wir müssen jetzt keine Ausreden haben, von wegen, naja, gut, gegen aber, ja, das wollte ich aber gerade sagen. Nee, aber gegen Johann zu verlieren, wäre keine Schande. Nein, wir wollen hier heute den Kampfgeist. Den Kampfgeist will ich bei dir sehen. Der ist auch da. Wir sind hier nicht zum Verlieren. Wenn ich so Fernsehkochsendungen gucke, ne, ich weiß nicht, wie es euch geht, feier dann immer, wenn die Köche da den hier machen. Hier. Bap, 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 bap. Schneiden, wie die Hammerkranken. Super schnell und so. Ne? Da bin ich auch gespannt drauf. Deswegen habe ich auch mir die Keule heute geschnappt, weil ich werde Johann zwischendurch immer mal so Fragen stellen. Was denkst du gerade? Was passiert in deinem Kopf? Das würde mich interessieren. Die Abläufe, warum er wie was macht, wie schnell und so. Das ist das, was... Du hast doch hier schon so eine Traubenschorle, damit du nicht so viel zitterst gleich. Ich trinke original gerade einen Wein von Johann, ist kein Scherz. Oh, echt? Ich kann dir noch einmal ganz kurz das Konzept erklären, was bisher jetzt sozusagen für all die neu reingekommen sind. Also wir haben hier ganz viele Zutaten liegen. Es wird heute ein Grill-Battle geben zwischen Johann und den Sizzle Brothers. Im Prinzip ist es so, Johann hat sich so ein paar Zutaten überlegt für eine Nachspeise, die Jungs noch nicht so richtig kennen. Und die Jungs haben sich ein bisschen was überlegt für einen Hauptgang. Und das kennt Johann wiederum noch nicht so richtig. Das heißt, es wird heute spontan gegrillt, mehr oder weniger. Und dann wird geschaut, was kreiert wird aus den verschiedenen Zutaten. Es wird auf jeden Fall relativ viel Freestyle sein. Ja. Und das heißt auch, für mich heißt das heute Anstrengung, weil ich wahrscheinlich den meisten Teil grillen werde. Hier wird gefragt, Johann Lafer? Ja, Johann Lafer, richtig. Ich zeige dir erstmal der Fairness halber alle möglichen Zutaten, die wir heute hier haben. Die werde ich mir gleich alle rausholen. Das ist schon mal super hier. Weil beim Grill-Battle geht es ja auch darum, so ein bisschen. Käse. Oh, was ist das für ein Fisch hier? Ah, das ist, was das ist? Lump. Lump. Ich sag dir, was das ist. Das ist sowas ähnliches wie Weißfisch. Kann das sowas ähnliches sein? Lump. Hat das so eine silberne Haut außen? Ja. Kennst du Leng? Leng, ja. So ähnlich ist das auch. Da haben wir selber gefangen in Norwegen. Ja, also ihr könnt jetzt gehen. Ich habe jetzt 10 Minuten Zeit. Ich werde jetzt mal überlegen, was ich mache. Und ach ja, stimmt. Ich werde euch noch was übrig lassen, aber nicht viel. Das habe ich auch extra für dich geholt. Rote Beete? Kann man die grillen? Weiß ich nicht. Ich glaube, die muss man kochen. Ich glaube, die wird nicht so einfach sein auf dem Grill, aber ich habe eine Idee. Muss im Zweifel. Und ich habe noch mal Mörser Stößlein. Kannst du auch den Pfeffer noch mal feiner machen, wenn du magst? Ja, sehr gut. Stell ich mal hier hin. Nee, also ich muss sagen, Kompliment erstmal. Ihr habt echt alles da. Ich habe sogar meine Lieblingsprodukte da, mit denen ich so gerne grille, die Schalen hier, diese wunderbaren Grillschalen. Ich bin richtig gespannt, was wir noch von dir lernen dürfen. Ich darf jetzt erstmal nichts machen, 10 Minuten lang. Nee, 10 Minuten. Ihr könnt aber gerne zuschauen, was ich hier mache. Ich würde gerne machen, diesen Fisch hier, gegrillt schön, in so einer asiatischen Marinade mit ein bisschen Chili, Knoblauch, Limette. Ja, wir haben auch Sojasauce. Genau, das kannst du mir schon mal geben. Genau, das hole ich dir schnell. Das habe ich vergessen rauszustellen. Nee, aber Sojasauce ist gut. Und ich zeige auch bewusst mal, wie man das jetzt hier einlegt. Weil das ist ja zum Beispiel das Problem, wenn man so einen Fisch einlegt, dann will man ja auch die Marinade haben und die mitservieren. Und deswegen grillt man das nachher auf so einer schönen Schale. Und du wirst sehen, es wird richtig lecker. Es gibt so einen schönen Lack dann drauf. Ich bin richtig gespannt. Ja. Also wir tun das ganz klein marinieren. Wichtig ist bei den Sachen immer, dass auch alles fein geschnitten ist. Weil die Leute machen oft den Fehler, dass es zu grob ist. Und wenn es zu grob ist, dann hast du das Problem, dass man auf was drauf beißt und dann schmeckt es zum Beispiel nur nach Chili. Das muss sehr fein sein. So, jetzt machen wir noch Knoblauch dazu. Das ist übrigens junger Knoblauch. Das ist ein schöner Knoblauch, sieht man auch hier. Der hat so eine, das kann man daran erkennen, dass der Knoblauch einfach diese weiche Schale hat. Gell? Mhm. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass es also ganz jung gewachsener Knoblauch ist. Gibt es mittlerweile das ganze Jahr. Den anderen Knoblauch, der so trocken ist, ja, da muss man in der Regel fast immer in der Mitte diesen Strunk rausnehmen, weil er sonst so intensiv nach Knoblauch schmeckt. Ja, der ist immer sehr, der ist nicht der so intensiv. Der ist nicht so, der ist nicht so stark. Ja. Wir haben noch Olivenöl hier. Ja. Das tun wir da rein. Und jetzt ist es ganz einfach. Noch ein bisschen Pfeffer rein von euch da. Und das ist so eine schöne Marinade. So, wir machen kein Salz rein, gell? Okay. Salz immer zum Schluss, weil das weiß man ja, dann würde der Fisch nachher beim Grillen sofort so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, wässrig werden. Hast du Zucker? Bitte? Ja. Ganz wenig. Hier haben wir ganz viel Zucker drin. Den müssen wir verdeckt rausholen. Den musst du verdeckt rausnehmen, guck mal so. Ja, ohne Markennennung, okay. Weißt du? Ich sag ein bisschen Zucker nur rein. Warum? Das ist A, bricht er so ein bisschen diese Schärfe und B, hat Zucker natürlich die Eigenschaften, dass nachher der Fisch, wenn er gegrillt wird, so schön karamellisiert. Siehst du hier so schön jetzt, tun wir den einstreichen. Ich bin so begeistert, Mann.
Das ist wirklich absolut geil. Ich, Julian, eine Banane um die Ecke, Leute. Julian, ich weiß, du bist fasziniert und lobst sehr gerne, aber ich denke, wir beide sollten gleich einmal ins Gebet gehen. Ja, wir müssen hoffen. Und uns mal ausdenken, was wir machen. Das machen wir aber vielleicht hinten so ein bisschen undercover. Ich sag mal, der Druck steigt. Pass auf, Vorspeise mit Banane. Ja. Deftig, würzig. Ich habe eine Idee schon. Sag mal. Wegen? Wir können nur Punkte über Bacon. Bacon Wrap. Was Deftiges war die Aufgabe, ne? Leute, lasst euch von mir nicht wirren. Ich gehöre hier nur ins Bild zur Deko. Ich mache ein deftiges Vorspeisending mit Banane. Das sieht doch gut aus, oder? Das sieht aus wie eine Wurst. Ach, du wolltest mich loben? Ich dachte, jetzt hätte ich nur eine Pfanne gehauen. Nee, das ist gut. Das sieht sehr gut aus. Okay, sehr gut. Dann. Sieht gut aus, wirklich jetzt. Ich überlege, ob ich den Stream gleich beende einfach. Die falsche Bratwurst. Hier steht sowas wie, ab Mittwoch soll nur noch Johann streamen. Johann haut einen nach dem anderen raus. Die Sizzler können einpacken. Johann Ehrenmann. Ist auch bei Wespen guck sehr mal, beliebt. Das ist hier schön. Ja, das ist doch super hier. Guck mal, das kann man doch super machen. Ich habe das noch nie verarbeitet. Ich kenne die, klar. Ich weiß, dass es... Das ist Wahnsinn. Ja? Das ist ja das ist der Grund, warum früher viel Kreuzfeld-Jakob-Krankheit gehabt haben. Das ist ja, weißt du, das war ja früher mal verboten. Echt? Hör auf. Sicherlich, klar. Dann habe ich hier was Verbotenes eingeschleust. Nein, nein, nein. Gut, okay, dann ist ja gut. So, und jetzt seht ihr hier, jetzt könnt ihr mal hören schon. Hören kann man das. Und da ist eine Grillzange, glaube ich, hier drin irgendwo gewesen. Oder eine Gabel. Hier, deine Grillzange. So, jetzt seht ihr hier, schau. Man hört das. Jetzt seht ihr hier mit wie wenig Fett. Hier das Grill in der Mitte. Ja. Nur wenig Farbe, aber es dauert. Aber es ja, es ist langsam erst heiß geworden. Es wird, ne? Langsam. Es wird alles schön, siehst du? Na, jetzt hast du unten richtig Glut. Es gibt dann richtig schönen Salat. Jetzt siehst du hier, schau. Jetzt habe ich hier einfach so ganz dünne rote Beete und diese Pastinaken, seht ihr das hier? Einfach da drauf gegrillt, so. Mein Fett ist nicht verbrannt. Ich habe diese schönen Farben. Die rote Beete ist bissfest und gebe das jetzt alles hier rein und mariniere dann hier das alles zusammen. Guck mal her. Und nehme jetzt diese Schale wieder. Ich habe also bis jetzt nur eine Schale genommen und nehme diese Schale wieder, mache jetzt Olivenöl rein und dann grille ich den Fisch. Und dann haben wir schon die erste schöne Vorspeise. Ich bin total begeistert. Ohne Witz, jetzt. Richtig geil. Ist wirklich richtig geil. Krass. Bissfest, knackig. Dann ein bisschen Marinade drauf von der. Geil. Ach, nix. Ich trumpfe ja jetzt auch gleich auf. Und dann nehmen wir ein bisschen Basilikum rundherum. Und jetzt kommt da noch das Fischfilet drauf. Und dann haben wir schon die erste Vorspeise, siehst du? Es ist ultra geil aus. Ist ganz einfach. Ihr seht das Gesicht von Corby nicht, der hier gerade total begeistert guckt. Aber ich habe in der Zwischenzeit schon mal meine Vorspeise, die ich euch anbieten kann. Das ist ein bisschen weich. Weißt du, was du den Fehler gemacht hast? Du hast einen Fehler gemacht. Du hättest sollen die Marinade nicht drauf streichen, weil der Speck, der schon wirklich gut war, ist jetzt wieder weich geworden. Ja. Amateurfehler, Julian, leider. Schade. Nee, der ist jetzt wieder labbrig. Schade. Siehst du? Ich bin gespannt, was du sagst. Vielleicht schmeckt es umso besser. Es ist gut. Den einzigen Fehler, den du gemacht hast, und das muss ich jetzt mal überlegen, ist, beim Essen ist es die Textur. Es muss gewisse Widerstände geben. Und wenn der Speck kross ist, dann ist die Banane untergeordnet. So ist es beides etwa gleich in der Konsistenz, weil der Speck weich ist. Ja? Mhm. Aber geschmacklich ist es hervorragend. Das schmeckt auch mit der Soße, passt es super. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist echt eine gute Vorspeise. Julian, erster Fehler war die Banane, habe ich gerade im Chat gelesen. Ich möchte auch einmal probieren, um es zu beurteilen, ob die aber wirklich... Aber ich habe auch... Ich, also kannst du einmal? Was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist ja wirklich so, du liebst ja Banane, ne? Genau. Ich würde es dir andersrum sagen. Ich sag's dir auch, ich würde es dir wirklich sagen, wenn es andersrum wäre. Es ist wirklich gut. Es ist echt. Es ist auch die Kombination mit Speck, ja? Schmeckt das? Mhm. Ich probiere jetzt auch, obwohl ich keine Banane esse. Wir können Folgendes abstimmen falls ich lassen. Ausschlag bekomme. Wir lassen gleich mal Folgendes abstimmen. Und zwar, welche dieser beiden Speisen würdet ihr jetzt lieber essen? Mhm. Ihr könnt ja einmal abstimmen. Mhm. Das muss man zeigen, genau, das ist was ganz Wichtiges. Also, ja. Jetzt mal wirklich mal genau hinschauen. Also wenn man hier das Fleisch sieht, dann sieht man hier erstmal was ganz Wichtiges, das Fleisch ist, das darf nicht so, sagen wir, richtig glänzen, dann ist es ein Zeichen, dass es zu wenig lang abgelagert ist. Es muss so matt, man sagt auch matt, es gibt eine glänzende und matte Farbe. Dann siehst du hier diese Wahnsinnsmarmorierung, das heißt, dieses Tier ist langsam gewachsen. Und zwischen den Magerschichten bildet sich genügend Fett. Und dieses Fett garantiert natürlich dann beim Grillen oder beim Braten, dass es saftig bleibt, dass die Struktur, dass es also nicht trocken ist. Ja? Das ist ja wirklich, also das ist wirklich, wenn man sowas sieht, gell,
Das ist eine große Freude, das so ein Fleisch zu haben, weil da weiß man genau, da hat sich einer wirklich bei der Herstellung oder bei der Aufzucht eines Tieres extrem viel Mühe gegeben. Und das sieht wirklich perfekt aus. Hammer. Und das ist Rinderfilet, möchte ich noch dazu sagen, mit solch einer Marmorierung. Ja, Rinderfilet, genau. Ja. Also das ist wirklich, ich meine, Horst Lichter würde jetzt sagen, das ist nur Carpaccio, weil es so klein ist, aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein schönes Stück Fleisch. Ja, wir haben ja die Wagyu-Zucht in Friesland und die hauen so ein Ding einmal raus. So, ja. Das nehmen wir nochmal. Alter, sieht das gut aus. Es sieht richtig. Ich habe also dieses Thema Grill-Battle habe ich auf jeden Fall heute. Das hast du heute optimiert, das Thema Battle. So. Und jetzt siehst du hier, jetzt probier dir mal, jetzt nehmt ihr mal ein Besteck, Gabeln raus und dann probiert ihr mal, probiert das mal, wie das jetzt schmeckt. Einfach schmecken. Julian? Ja. Mm. Der Alter. Fisch muss schön glasig sein, ja? Der Fisch darf nicht trocken sein. Der muss schön hier so, wie du hier siehst, so, noch, da muss der Saft noch vorhanden sein. Alter, was ist das denn? Corby, Game Over. Das mit Corbin Drehklein. Oh, der Fisch ist ja brutal. Der Fisch ist sowas brutal. Von lecker. Ja, der Fisch ist wirklich absolut brutal. Es riecht also, ja auch so gut. Überhaupt nicht, Johann. Das kann ich dir sagen. Hier, komm. Also das, unfassbar lecker. Ihr seid, könnt froh sein zu Hause, dass es kein Geruchs-Twitch-Fernsehen gibt. Ihr würdet jetzt abschneiden, ne? Weil das riecht allein schon so gut. Das ist unglaublich. Wenn mir einer gesagt hätte vor einigen Jahren, dass ich mit dir zusammen hier stehe und ich jetzt unter deiner Anleitung grille, hätte ich gesagt, absolut richtig, genauso wird's kommen. Nein, ja, genau. So. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ja? Jetzt machen wir es trotzdem, ne? Ja, genau. Ich zeig dir mal, Trick jetzt. Ja, ganz okay, komm. Die sind ganz einfach zu schälen. Schau. Auch das ist jetzt was ganz Einfaches. Du schneidest hier ab. Ja. Und schneidest hier ab. Mhm. Dann schneidest du hier in der Mitte durch. Dann nimmst du den Finger. Und dann ziehst du einfach die äußerste Schicht so ab. Ja. Dann hast du ganz schnell eine Zwiebel geschält. Und jetzt kommt der entscheidende Part. Jetzt, pass auf. Jetzt, wie schnell du es jetzt gleich machst. Ach so, du nimmst die erste Schicht sozusagen mit runter, ja? Ja. Ja. So, und jetzt tust du Folgendes. Und dann schneidest du einfach. Also, wollen wir jetzt Streifen oder Würfel haben? Was möchtest du haben? Was möchtest du haben? Fein gehackt. Also Würfel. Würfel, ja. Schau, da muss man erstmal gucken, hier ist die Zwiebel angewachsen. Das ist immer der Punkt, der oben sein muss, ja? Und dann schneidest du hier so ganz langsam hier rein, so. Schön fein, sehe ich, ja? Dann schneidest du hier quer. Ach, quer, schräg von oben rein. Und dann einfach hier so. Aber du hast schräg, nicht gerade, sondern schräg von oben rein. Gerade rein. Okay, das ist egal. Aber so schneiden wir die Zwiebel auch immer. Jetzt hast du hier schöne Zwiebel. Ja, perfekt. Und wenn du weinst beim Zwiebelschneiden, dann liegt es nicht an der Zwiebel, sondern liegt es entweder am unscharfen Messer oder auch, dass du irgendwie die Oberfläche verletzt. Und dann steigen erst diese Zwiebeldämpfe auf und dann musst du weinen. Also meistens liegt es am nicht scharfen Messer. Mhm. Ja, ist das Messer scharf genug? Ich habe extra, bevor du gekommen bist, nochmal unseren Schleifer genutzt. Das ist super scharf. Super. Bist du hier? Stimmt das? Komm, schneid du mal hier bitte. Komm, schneid du mal, wie du das machst. Komm, schneid du mal. ich habe mal gehört, Johann, man kann beim Zwiebelschneiden auch einfach nur durch den Mund atmen und dann würde man auch nicht so dieses, ist das Quatsch? Oder wie ist das Wasser im Mund haben oder so? Es gibt da die wildesten Theorien. Soll ich jetzt hier stehen eine halbe Stunde mit dem Mund voll Wasser? Oder? Ja. Ja, weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Hammer. So geil. Jetzt habe ich es einfach so gemacht, ohne dass jemand gesehen hat. Ne? Übrigens darf ich ganz kurz eine Sache anmerken, weil es wird sehr häufig auch nach dem Rezept gefragt, Jürgen. Und ich habe hier gerade im Hintergrund schon abgeklärt, also es wird dann auf den Socials sozusagen von Johann, von uns super. Und per Newsletter, also lava.de oder per Newsletter werden wir die Rezepte hinterher dann veröffentlichen. Genau, meldet euch das, unbedingt. Das, was wir heute gemacht haben. Ja, wir probieren. Wer braucht dafür ein Rezept? Die Leute im Chat. Aber du nicht, das stimmt, ja. Johann, wichtig ist, dass ihr euch zu unserem Newsletter anmeldet. Da verschicke ich grundsätzlich immer die Rezepte, so gut ich kann. Aber du kannst ja meine Rezepte ja schreiben, du hast ja alles mitbekommen. Ich habe da schon viele für dich geschrieben. Nee, nichts hochheben. Nee, nichts hochheben. Okay, okay. Schau, du musst immer merken, vorne auf die Spitze schauen. Unten lassen, nicht hochheben. Durch das Hochheben hast du kein Gefühl. Da wackelst, zitterst du ja. Wie wenn du jemanden streichelst. Immer gleichmäßig, schau. Und das ist der Trick, meine Damen und Herren, da habe ich dir schon vorher gesagt, fang ja nicht an, das Messer hochzuheben und du wieder, nee, komm, wir führen das unten und machen... Nee, ist das habe ich ja nicht vorgeschnitten. Lass mal ein Grillbattle machen, haben wir gesagt. Ich sehe hier einfach nur und denke mir, das gibt es nicht.
Für mich ist das Wichtigste, dass ich heute noch fantastisch esse. Das ist wirklich wichtig. Jetzt. Du weißt, dass Butter natürlich beim Grill extrem gefährlich ist, weil sie schnell verbrennt. Und du siehst, diese Butter verbrennt nicht. Diese kompakte Hitze dieser Schale macht es möglich, dass mit dieser Butter in Verbindung mit dem Öl einfach die Pilze schön saftig gerade wie in der Pfanne. Es ist kein Unterschied. So, jetzt bin ich gespannt, ob es schon Schuhsohle ist. Temperatur war, haben wir gesagt, 65 Grad. Gell? Ja, hast du gemessen? Nee, ach, lächerlich. Kann man die Kamera wegtun? Ja, von wegen 65 Grad. Niemals das 65 Wo Grad. Wo sollen perfekt. Da 65 Grad sein? Guck mal hier. Das sieht richtig gut aus. Das ist Medium. Grad. Das ist perfekt. Nicht, was da ein Thermometer anzeigt da. Also ja, Schwachsinn. Wahnsinnig. Aber wir könnten ja mal ein Stück Steak jetzt probieren, wenn wir es schon mal angeschnitten haben. Ja, ich mache mal die Markkruste oben drauf. Nee, die muss gratiniert werden. Ach so, ja. Meine ich ja. Ich wollte die nur noch mal kurz ein bisschen durch. Einfach ein Traum. Alter. Haben einen Traum. Alter, ja. Weißt du, wenn man Fleisch isst, Leute, dann sollte man wirklich echt gutes Fleisch essen. Alter Schwede. Und wenig davon, aber boah. Oh, das ist lecker. Ach du Scheiße, das ist auch gut. Da machen wir noch ein paar so Knoblauchstücke rein. Mehr oder reicht? Das reicht. Reicht super. So, Knoblauchstücke rein, schau. So schön drüber streuen hier. Der Wahnsinn. Da machst du rein. Korbi ein bisschen Salz. Ja. So, da mache ich rein. Ich habe hier mein Weißweinglas gehabt, ein bisschen von dem Weißwein. Dass ich auch Feuchtigkeit drin habe. Gell? Und ein bisschen Pfeffer. Und jetzt einfach den Deckel verschließen. Und ich sag mal, das macht richtig Spaß, so zu garen. Guck mal hier. So drauf und jetzt auf den Grill stellen. Und dann entsteht natürlich ein Aromadampf in dieser Schale. Und dann hast du nachher ein richtig gutes Gemüse. Siehst du, und jetzt passiert das, was nicht passieren soll. Jetzt brennt der Grill. Siehst du? Weil ich das draufgelegt habe, um die braune Farbe zu bekommen. Jetzt fängt er an zu brennen. In dem Wagyu-Fleisch ist aber auch sehr, sehr viel Fett, ne? Das muss man schon mal so sagen. Nee, das liegt an dem Mark. Ach so, an dem Mark noch. Ah, aber du hast es umgedreht. Okay, krass. Uiuiui. Ach so, du hast die Kruste. Okay, das ist natürlich ein smarter Move. Die Kruste noch mal kurz anbraten einfach. Und dann kann ich dir sagen, gesünder kannst du Gemüse nicht garen. Im eigenen Saft, im eigenen Dampf, in diesem geschlossenen Brick. Ja, großartig. Ja, das ist hammermäßig. Also wer das jetzt gerne probieren will, haut bitte mal ein Lava in den Chat. Oder ein Johann, das geht auch. Ein Stückchen Fleisch mit einer Markknochenkruste. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Johann ist wirklich hammermäßig, jetzt mal ohne Witz. Ja. Wirklich brutal. Also aus unserem Grillbattle ist ein Bewunderungsstream geworden, aber es ist so, wie es ist. Schön die Farbe, gell? Das ist brutal. Farbe ist super Saft, super Farbe ist es, wirklich super Farbe. Komm, nimm den Besteck hier, komm da. Junge her. Naja. Isst du auch noch was? Nee, ich hab schon gegessen. Isst du doch mal. Also ich glaube, also ich habe noch nicht mal andersweise Rinderfilet in der Qualität, so wie hier jetzt gegessen. Ein Traum. Jetzt schau doch mal das Fleisch an, nur mal hier vielleicht mit der Kamera groß. Guck mal hier. Das gibt da drinnen es nicht. Hier, wie das ist, da läuft kein Tropfen Saft aus. Nichts. Da ist alles komplett in dem Fleisch drin. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das ist unfassbar lecker. Und es ist total gut gewürzt, oder? Es ist hammermäßig lecker. Die Soße, das Gratin, Julian, großes Lob, das Gratin ist überragend. Ja, unbedingt. Jetzt bin ich heiß auf mehr. Die sind eingelegt. So. Die tun wir jetzt einfach marinieren, ja? Mhm. Und zwar, wir machen Pfirsiche mit Ziegenkäse und einem süßen Pesto. Mhm. Und zwar, die tun wir grillen, die Pfirsiche. Das ist auch ein wunderbares Dessert jetzt. Ich hole alles her. So, ich tue erstmal jetzt diese Pfirsiche mit ein bisschen Honig. Johann, ich lese gerade im Chat, dir fehlt die Vertriebsbrille. Nochmal schnell ohne Bezug die Pizzaplatte von Röberthoff vorgestellt. Ja, gekonnt ist gekonnt. Ne? Vertriebsbrille ist so ein Insider bei uns, die hat sonst immer Julian auf. Die Reibe, wo ist denn die Reibe für die? Auch alles übrigens Bio-Zitrone, Bio-Limette ist ganz wichtig, wenn man die Zeste nutzt. Wir tun einfach jetzt hier ein bisschen Honig rein, ein bisschen Limettenschale, dann Limettensaft. Bei der Limette muss man mal ganz besonders auf die Kerne achten. Und dann tut man als allererstes mal die Pfirsiche angrillen. Und zwar mit der, also da, wo der Kern drin war, mit dieser Fläche nach unten. Mhm. Da muss man jetzt aufpassen, der Honig natürlich, der wird relativ schnell braun. Ja. Aber das machen wir jetzt, ja? Wenn man beim Holzkohlegrill qualitativ hochwertige Briketts auch verwendet, dann kann man auch wirklich über Stunden mit einmal angezündeten Briketts arbeiten. In dem Grill haben wir Briketts drin, die laufen seit 17.30 Uhr. Ja, ganz wichtig. Da habe ich sie angemacht. Ist jetzt gleich 19 Uhr, also sind schon 2,5 Stunden an und laufen und laufen und laufen. Ja, und bloß. Und hier haben wir Holzkohle drin. Achtung. Limonensaft und Schale schön mixen, bitte. Gell? Wie viel Honig? Ein bisschen mehr.
Ja, noch ist nichts drin. Noch ist nichts drin, ein bisschen mehr. So, so ist gut. Dann Zitronensaft und die Schale bitte auch. Ganz wichtig, jetzt kommt das. Oder Zuckersieb. Wichtig erstmal, wichtig. Da ist gleich. Johann, was macht für dich eine Nachspeise aus? Was ist für dich wichtig bei einer Nachspeise, wenn es so um Komponenten geht? Ja, so eine Nachspeise muss natürlich viele Aromakomponenten haben. Also so zum Beispiel hier, jetzt ist es natürlich ein Extrembeispiel. Es ist jetzt der süße Pfirsich mit dem Honig. Dann haben wir hier dieses sehr würzige Pesto mit der Minze und der Melisse. Mit dem Mandel natürlich, das ist so ähnlich wie, ja, wie gesagt, ein süßes Pesto. Und dann natürlich hast du dazu noch die Säure jetzt gleich, die man auch dann quasi drüber presst. Du merkst, wir sind sehr fasziniert. Ja, ne? Also es ist wirklich gerade einfach nur vom Meister lernen irgendwie. Ne? Ja, das ist so krass. Süß, sauer und würzig. Und jetzt noch so ein Hauch. Warum muss er durchs Sieb durch, dass er feiner ist? Einfach? Nein, dass es schön staubt. Ah, ach so. Dass es gut aussieht. Okay. Na klar. Aber nicht zu viel. So. Und jetzt siehst du hier, jetzt hast du hier einfach einen Familiennachtisch, so einen Teller hier. Herrlich. Corby, dann macht mal Bild. Mit Limone, mit Pfirsich. Brutal. Und so weiter und so fort. Also unsere Zuschauer, natürlich sind auch sicher Zuschauer, die wegen dir extra hier sind dabei. Aber das, was ich im Chat gelesen habe, nur Positives. Die Leute haben dich auch hier geliebt. Ja. So soll es sein. Kombination? Feierabend. Feierabend. Unfassbar. So. Alter, es schmeckt unfassbar gut. Also ihr Lieben, zum Wohl, alles Gute, gell? Und grillt was Gescheites und ihr beiden. Geil, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben die ganze Zeit eine Menge Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt. Ich hoffe, ihr habt richtig Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht machen wir das nochmal, je nachdem, wie es seine Zeit erlaubt. Von unserer Seite auf jeden Fall gerne. Es hat absolut abartig gut geschmeckt. Sowas von lecker. Dieses Dessert da ist wirklich der Wahnsinn. Und ich kann nur sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr am Start wart. Wir verschicken die Rezepte so gut wir können nochmal rum. Und bitte guckt bei Johann vorbei, Instagram. Er ist bei Instagram aktiv und postet da auch Sachen. Das heißt, man kann auch sehen, was er tut. Und dann könnt ihr die ganzen Sachen. Und bei Facebook auch übrigens. Bei Facebook überall. Digital. Also, ihr Lieben. Macht's schönen gut. Schönen Abend, schönen Samstag. Macht's gut, alles Gute. Servus. Ciao, ciao, ciao.